Hallo alle zusammen. Heute gibt es eine einfache Easy-Peasy-Dekoration, die vielleicht ein bisschen verrückt ist, aber die auch seinen Charme hat und auf dem Tisch oder bei irgendwelchen Feierlichkeiten total super schön aussieht. Gleichzeitig ist es auch noch ein Upcycling, also eine alte Dose, die ich draußen habe stehen lassen, damit sie schön verrostet, weil Rostdeko ist ja oft auch ganz schick und modern, habe ich dann benutzt, um die zu betüdeln. Ich habe dann schöne lange Gräser von der Wiese abgeschnitten und habe einen Draht, einen dünnen grünen Draht, um die Dose schon gewickelt und befestigt und lege jetzt immer so ein Büschel Gras an die Dose an und umwickle es so 2, 3, 4 Mal in verschiedenen Höhen, also von unten nach oben sozusagen, damit das Gras schön fest an der Dose liegt. Dann lege ich auch noch Gräser an, die oben so Samenstände haben. Das sieht dann alles noch wesentlich natürlicher aus. So umwickle ich dann die ganze Dose, bis alles wunderbar mit dem schönen frischen Grün bedeckt ist. Am Ende verknote ich den Draht mehrmals und das hält total klasse. Damit die Dose super plan stehen kann, schneide ich einmal das Gras rundherum ab und dann seht ihr auch, wie viel Gras ich da so rangetüdelt habe. Die Dose, also unsere kreative Vase, wird nun mit Wasser befüllt und hinzu kommen dann die Blüten, also Blumen, die man hat im Garten, die man gerne leiden mag, die vielleicht zu der Tischdeko passen. Ich schaue immer, dass die Blüten oben aus dem Gras rausschauen, so als ob es eine Wiese wäre, wo die Blumen oben rauswachsen. Das ist jetzt meine erste Idee mit einfachen Dingen und zwar einfach nur Gras von der Wiese und gleich zeige ich euch noch einen Kranz, den man auch ganz schnell damit bestücken kann. So, die zweite Variante ist auch ein Upcycling und zwar ist das mein alter Kranz aus Buchsbaum. Der ist jetzt eingetrocknet und braun, aber der ist noch total stabil, krümelt nicht, blättert nicht, der sieht einfach nur nicht mehr schön aus. Den nehme ich jetzt als Grundlage und darauf werden jetzt so Grasbüschel gebunden. Man kann einfach Büschel in die Hand nehmen und knicken oder man kann auch so Knoten aus Gras machen. Als erstes befestige ich jetzt mal einen stabilen normalen Wickeldraht und dann geht's los mit dem Gras. Das Gras sollte möglichst lang sein, weil wenn man Knoten macht, wird das sonst schwierig. Hier habe ich jetzt keinen Knoten gemacht, sondern einfach nur zweimal gewickelt. Es wird auf den Kranz gelegt und befestigt. Hier mache ich jetzt einfach einen Knoten mit den Gräsern und es wird auch drauf gewickelt. Das ist alles Geschmackssache. Manche haben das lieber, dass es so ein bisschen absteht. Andere haben lieber so Knubbels da drauf. Das muss man probieren, wie man das so leiden mag und was einem so am besten gelingt. Letztendlich geht es darum, dass der Kranz wieder grün wird und der hält auch wirklich ein paar Tage, denkt man nicht, aber ist so. Und wenn er dann eintrocknet, dann sieht er halt aus wie Heu. Das ist eben der Vorteil, dass man dann so denkt, es könnte auch ein Heukranz sein. Hier mache ich jetzt auch wieder einen Knoten und biege aber die beiden Enden um in eine Richtung, sodass ich dann praktisch so den Knoten oben drauf liegen habe. So geht es dann weiter, bis ich das alles bedeckt habe, den alten Buchsbaum mit frischem Grün und am Ende wird der Draht wieder verknotet und die Zippels, die noch überstehen, die kann man einfach abschneiden. Ich mag diese Ideen mit Gras. Es duftet schön, es ist super grün und es kostet nichts. Das ist etwas, was mir total Spaß macht und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Ihr hattet Spaß dabei und es war nicht so verrückt für euch. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Tschüss!